Er umkreist uns und von Romantik bis Mystik bewegt er oder sie uns Menschen. Was ist es? Der Mond. Es geht um die Mondlandung und die Verschwörungstheorie. Sind sie auf dem Mond gelandet jemals? Das ist eine klassische Mondsituation. Im Hintergrund die Sonne, wir da und ihr im Gegenlicht. Und jetzt, wie kommt so ihr das Bild? Und wenn ihr hier den Flyer könnt lesen könnt, dann gibt es 10 Punkte. Und ulkigerweise im 69, wo es noch wirklich viel schlechtere Kameras hatten als wir, hätten wir es können lesen auf dem Mond. Da fragen wir uns doch. Und die Bilder sind noch wir als Cozy Webstation. Woher haben wir es echt? Aus dem Internet haben wir die Bilder. Die kann man nämlich sich dort oben nachsaugen. Wenn es euch interessiert, geht schauen und informiert euch. Und jetzt kommen wir zu einem Beitrag. Und zwar geht es um die Geschwindigkeit von diesen Mondhoppers. Die Bilder, die ihr jetzt seht, die sind wir uns gewöhnt. Wir haben das Ganze ein bisschen schneller laufen lassen und schauen es euch an. Wie hüpft es um? Sorry, Space Freaks und auch der Bruno Stanik tut mir schon ein bisschen leid. Und mir tut es auch ein bisschen leid. Es tut mir selber leid, es tut uns selber leid.